Jo, liebe Leute, schönen guten Tag, Theo hier, heute mit einem Video und zwar, heute stelle ich euch wieder drei creepy Nintendo-Sachen vor. Weil ich gesehen habe, dass euch das sehr gefällt, kommt jetzt sowas auch wieder öfter, creepy Sachen aus Kinderspielen. Und solltest du noch kein Abonnent des Kanals sein, würde ich mich über ein Abo freuen, dann verpasst du kein neues Video. Ich würde sagen, wir fangen an mit der ersten creepy Sache. Viel Spaß! 2012, am 8. November in Japan und bei uns 2013 am 14. Juni ist Animal Crossing New Leaf erschienen für den Nintendo 3DS. Ich glaube, viele von euch kennen Animal Crossing und wissen, dass es eigentlich ein ziemlich kindliches und kinderfreundliches Spiel ist. Es ist nun mal auch von der USK ab 0 Jahren freigegeben, deswegen sollte jedes Kind es spielen können. In Animal Crossing baut man sein eigenes Haus auf und richtet es ein und dort kann man sich auch einen Fernseher leisten. Und wenn man sich dann einen Fernseher gekauft hat und am Sonntag oder am Montag um 3.33 Uhr in der Nähe des Fernsehers steht, dann werdet ihr Zeuge eines Ereignisses. Und zwar erst muss man sagen, welches Kind oder beziehungsweise welcher Spieler ist um 3.33 Uhr an einem Sonntag oder an einem Montag noch da bei Animal Crossing neben seinem Fernseher. Das ist schon ziemlich speziell. Aber wenn man denn da ist, dann wird das Fernsehprogramm unterbrochen durch eine Nachricht, beziehungsweise eine geheime Nachricht von Aliens. Ihr seht es hier, man sieht ein UFO reinfliegen und dann sieht man ein Alien, was kurz ran an den Fernseher kommt und irgendeine komische Botschaft den Spieler übermitteln will, was man natürlich nicht verstehen kann. Es ist zwar jetzt nicht so creepy gemacht, weil das Alien jetzt nicht irgendwie blutig oder sowas vom Fernseher steht, aber trotzdem, wenn man sich als 4- oder 5-Jähriger sowas reinzieht, dann ist das schon creepy, wenn man auf einmal an Aliens denkt. Also ich als kleines Kind, weiß ich noch, hatte Angst vor Aliens, obwohl man da auch wieder in Frage stellen könnte, welches junge Kind ist noch um 3.33 Uhr in Animal Crossing? Obwohl man kann auch wiederum die Zeit von seinem 3DS manipulieren, um das auch tagsüber zu sehen. Fragen über Fragen, Leute. Gibt es Aliens in Animal Crossing? Schreibt mal in die Kommentare. Habt ihr sie schon gesehen? Glaubt ihr, es gibt Aliens in Animal Crossing? Und wenn ja, gibt es noch weitere Hinweise eventuell neben dieser Nachricht? Die nächste creepy Sache habe ich euch mitgenommen und sie ist wirklich creepy, aber sie ist auch ein bisschen lustig. Also sie ist jetzt nicht so gruselig. Und zwar ist ja 2015 Mario Maker für die Wii U erschienen, was die Wii U nochmal um einiges nach oben gepusht hat. Die Konsole, die ja sonst eher für Nintendo gefloppt ist. Und auch heutzutage wäre das für mich noch ein Kaufgrund, eine Wii U mir zu holen. Und deswegen wünsche ich mir auf die Nintendo Switch auch Mario Maker. Aber das ist ein anderes Thema. Man kann dort bei Mario Maker ja seine eigenen Levels bauen. Natürlich mit dem ganzen Standard Mario Inventar, was man aus den Levels von allen Mario-Spielen bisher kennt. Und man kann auch die verschiedenen Engines auswählen. Und dort kann man natürlich auch die Türen platzieren, die ja mehr oder weniger bei Mario schon fast als Portale gelten. Weil man geht in eine Tür und kann die andere Tür woanders setzen. Die gilt dann sozusagen als Empfängerportal. Wenn man diese aber setzt und noch im Editor-Modus ist und mal an die Tür klopft, Leute, dann kommen da ganz komische Gestalten raus, die aussehen wie Mario oder auch Yoshi. Immer komische Outfits und komische Posen haben. Es soll, glaube ich, eher lustig gemeint sein, weil es auch die Form ist von dem Weird Mushroom Mario, der eher so normale Gliedmaßen hat wie ein Mensch, aber es sieht wirklich manchmal creepy aus. Wenn er da mit diesem Yoshi aus der Tür rauskommt und die beiden haben so einen ganz starren Gesichtsausdruck, dann fragt man sich, woher kommen die, aus welcher Dimension, dass sie so aussehen. Es ist eher lustig, aber wenn man mal so ein bisschen in der Mario-Community guckt, dann wird das eher als creepy angesehen, dass viele das als creepy Mario Easter Egg ansehen, was ich auch nachvollziehen kann. Als letztes haben wir aus Zelda Majora's Mask, was ja sowieso schon eine creepy Stimmung hat, haben wir einen Charakter, der wirklich mit das creepyhafteste überhaupt ist aus allen Zelda-Teilen, und zwar Pamelas Father, also Pamelas Vater. Und der ist im Music Box Haus im Ikana Canyon zu finden, weil er halt Geister untersuchen wollte, der Vater. Und als Link diesen einen Schrank öffnet in diesem einen Haus unten, kommt er rausgesprungen, dieser komische, verrückte, mumifizierte Typ mit einem starren Blick und er wirkt wie geistig behindert, Leute, und wirklich auf eine creepy Art und Weise und will auf Link los. Dann kommt aber im letzten Moment noch Pamela und hält ihren Vater auf, der nicht mehr bei Sinn ist. Also er weiß gar nicht mehr, was er dort tut. Und er kann auch nicht mal reden, dieser Vater. Der redet einfach irgendwelche wirren Worte und schreit darum. Im Hintergrund sehen wir, der Schrank ist von innen ausgepolstert, wie so eine Gummizelle. Außerdem ist er noch ein Eimer, wo er wahrscheinlich seinen Toilettengang absolviert jeden Tag. Nachdem Link dann aber das Lied der Heilung gespielt hat, ist alles wieder im Lot und alles ist wieder gut. Aber trotzdem ist das richtig creepy, Leute. Also wirklich, das ist wirklich creepy. Und deswegen muss es hier rein, Leute. Wenn ihr mehr solche kleinen creepy Sachen haben wollt, mit drei Stück, drei creepy Sachen aus Nintendo spielen, dann gebt mir einen Daumen hoch, dann weiß ich Bescheid, ihr habt Bock da drauf. Abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen, Leute. Ich bin damit raus. Ich wünsche euch einen creepy Tag. Nein, Spaß. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Leute. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.